viel weniger lernen und deutlich bessere Noten. Mit diesen 5 Tipps gelingt es dir. Erstens, Zeitmanagement. Teile deine Lernphasen in kleine, regelmäßige Abschnitte und sorg dafür, dass du genügend Pausen machst. Zweitens, aktives Lernen. Ganz wichtig, nicht einfach nur die Lerninhalte durchlesen, sondern erstell dir Mindmaps, erstell dir Übersichten, erstell dir Lernzettel und lerne wirklich aktiv, dafür vielleicht von der Zeit weniger, anstatt einfach nur die Texte, die Inhalte, die du lernen musst, durchzulesen. Drittens, Variation. Variiere immer. Lies manchmal Texte, manchmal schreibe, manchmal höre, manchmal betrachte, damit dein Gehirn auf verschiedene Art und Weisen aktiviert wird und du somit das Wissen viel, viel besser abspeichern kannst. Viertens, Pausen. Pausen sind super wichtig. In den Pausen wird das Wissen erst richtig abgespeichert, was du in den vorherigen Zeiten gelernt hast. Deswegen plane vorher auch aktiv Pausen ein, damit dein Gehirn sich regenerieren kann. Wichtig, Pause heißt nicht, dein Gehirn mit neuen Informationen zu füttern. Sprich, nicht am Handy sein, nicht Fernseh gucken, nicht am Laptop sein, sondern geh vielleicht raus in die Natur, mach Sport oder was auch immer, damit dein Gehirn dann das Wissen abspeichern kann. Fünftens, das Belohnungssystem. Setz dir vorab klare Ziele, was du beim Lernen erreichen möchtest, und stell dir auch eine Belohnung in Aussicht. So freust du dich viel, viel mehr aufs Lernen, weil du weißt, wenn ich jetzt durchziehe, dann kann ich mir nachher X oder Y gönnen. Also, wichtig, immer Belohnungen einbauen. Mit diesen Tipps wirst du nicht nur effektiver lernen, sondern auch viel, viel mehr Spaß haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Lernen kann jeder. Wir wollen es beweisen.